Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem AIDA Primetime Magazin. Heute habe ich für Sie ABBA, die neue Show, alles darüber. Dann habe ich einen wunderbaren exotischen Marktausflug und last but not least eine Ausfahrt aus dem Hafen von Lissabon. Viel Spaß! Und jetzt erzähle ich Ihnen mein Geheimnis aus der AIDA Showküche. Wenn wir an Bord ABBA spielen, dann flippen die Gäste aus, sie freuen sich, sie tanzen und sie lachen und hinterher sagen sie, kenne ich aber schon. Zu Recht, weil wir machen es schon ganz, ganz lange, die wunderbaren ABBA-Shows. Wenn wir es nicht spielen, dann sagen die Gäste, warum gibt es denn kein ABBA? Wir haben uns so auf die ABBA-Show gefreut. Und da haben wir uns gedacht, wir müssen mal was ganz Neues machen. Eine ABBA-Show mit den tollsten Lieder, aber irgendwas muss ganz anders sein. Ich glaube, das haben wir hinbekommen. Gucken Sie mal. Wirklich toll und flott und temporeich. Sehr schön, sehr intensiv. Ganz, ganz tolle Stimmung war hier im Saal. Gimme, gimme, gimme. ABBA Reloaded ist ABBA in einer komplett neuen Form. Die Gäste können sich freuen auf eine Mischung aus klassischen ABBA-Songs, wie man sie sich erhofft und erwünscht, und einem Hauch von Blue Man Group. Die Show war auch super, wirklich aufbereitet von den Trommeln, auch modern. Es war einfach von den Tänzern super. Ich hab gerockt da hinten und ich bin 70. Das beste Lied für mich war Dancing Queen. Die kann man ja fast auch jedes Lied mitsingen, ne? Die Show war mega. Das war richtig toll. Ja, die Musiker und Sänger waren so super, die waren echt klasse. Und dann haben sie auch noch das Publikum mit eingezogen, das war einfach spitze. Sie durfte mittanzen. Ja. In ABBA Reloaded erwartet die Gäste jede Menge Spaß, mitmachen und vor allem natürlich die besten Songs von ABBA. War mal ganz anders, ja. Die waren alle blond. Vor allem die alten Lieder, das ist sehr rührend. Alte Erinnerungen. Mir hat es eigentlich schon gereicht, dass mir die Tänzer ab und zu mal zugelächelt haben. Das war irgendwie dann total persönlich auch. Es war immer so Action, es war so mitreißend und dann gerade nochmal so dieses Finale, wo dann eigentlich schon zu Ende war und war nochmal so ein emotionales Highlight dann so am Ende dann. Schon mehrfach AIDA gefahren, diese Show, ABBA Show, war ein Highlight. Unsere Rossini-Chefs gehen ja gerne auf lokale Märkte und kaufen dann da Spezialitäten ein, die sie dann am Abend verarbeiten. Sascha Quast ist so einer, der ist gerade in Singapur gewesen und war da auf dem Markt und hat uns mal mitgenommen. Übrigens, der ist echt ein Moderator, das macht er ganz toll. Gucken Sie mal. Einen wunderschönen guten Morgen in der Metropole Singapur. Mein Name ist Sascha Quast. Und wir sitzen gerade hier in der Northeast Bahn quasi vom Waterfront direkt nach Lynn, India, wo wir jetzt auf den Fischmarkt fahren werden. Zu meiner Linken sitzen Jimson, unser Griller im Buffalo Steakhouse, und mein Chef Sosi, der Maki aus dem Rossini. Und wir düsen jetzt mal los. Mal sehen, was es Schönes gibt. Wir sind angekommen in der Buffalo Road auf dem Ticker Market. Und ich war einfach mal so frech und habe mir gedacht, ich nehme einfach mal 4 von unseren Weltenbummlern mit. Die sind so lange an Bord und haben die ganze Zeit nur Urlaub gemacht. Die können auch mal ein bisschen was tun für ihre Unterkunft, die wir an Bord haben. Genau. Deswegen habe ich die 4 einfach mal mitgenommen, die mir jetzt helfen werden, ein bisschen frisches Obst, frisches Gemüse und natürlich auch frischen Fisch und schönes Seafood einzukaufen. Auf geht's. Los geht's, Freunde. Arbeiten angesagt.
schön frischer, geiler Koriander. Also wirklich gesagt, wenn diese Kamera hier einen Geruchssensor hätte, würde die durchdrehen, der würde ausschlagen förmlich. Es ist richtig geil, richtig schön frisch. Die nehmen wir auch mit für die nächsten Menüs, die wir jetzt hier noch haben bei uns im Rossini. Hier haben wir Wasserkastanien. Die werden zum Beispiel bei Suppen mit dazugegeben, so als Einlage. Weil der Kern, der quillt dann so ein bisschen auf und dann kann man den dann richtig schön dann essen dementsprechend auch. Es ist absolut spannend, total verrückt und man wird mit Eindrücken völlig überladen, aber es macht einfach nur Spaß. Wir sind bei meinem Fischhändler angekommen. Hier kaufe ich schon seit knapp über 5 Jahren, als wir das erste Mal in Singapur mit der Aida Diva gewesen sind, meinen Fisch ein. Und mal schauen, was die Jungs jetzt hier Schönes für mich haben. Hallo. Wir haben Piratenfisch gekauft. Der ist von der Farbe her ähnlich so wie der Papageienfisch, den man erkennt, mit dieses leicht türkisene. Den machen die mir jetzt komplett fertig. Ein paar Garnelen habe ich jetzt eingekauft, blaue Meergarnelen jetzt, also schon richtig aus dem Wildfang jetzt raus, die wir dann morgen auch in der Kochschule mit verarbeiten werden. Ja, es riecht wirklich salzig nach Meer. Ich bin einfach fasziniert, es ist toll hier. Nach frischem Gemüse. Wo bin ich jetzt hier? Nach frischem Gemüse und frischem Fisch kommt jetzt natürlich noch die süßen Dinge des Lebens. Und zwar ganz frisches Obst bei meinem Obstcenter hier auf dem TK Market, wo ich jedes Mal das frische Obst kaufe. Schöne Kirschen und einfach nur geil. Das ist jetzt eine Rambutan, die schmeckt ähnlich wie eine Litchi. Also so frisch habe ich das noch nie bekommen. Das ist Jackfrucht. Sie wiegt so viel wie Jack. Und nicht zu verwechseln mit der Durianfrucht, mit der Stinkfrucht. Sieht ähnlich aus und ist komplett in ganz Asien hier verboten, in sämtlichen öffentlichen Gebäuden, weil die richtig stinkt. Wir haben alles in der Kiste drin. Fisch ist dabei, Obst und Gemüse. Wir machen uns jetzt auch zurück zu Aida Bella ins Rossini und werden aus diesem schönen ganzen Obst und Gemüse und Fisch was Schönes basteln. Viel Spaß dabei, bis dann. Tschüss, tschüss. Nächste Woche bin ich ja mit meiner Familie auf Aida Diva und auch da werden wir wieder ins Rossini gehen, weil irgendwie ist für mich das Rossini immer eine zusätzliche Destination an Bord. Da freue ich mich wirklich drauf. Und jetzt habe ich für Sie was ganz Besonderes, einfach nur ein schönes Auslaufen aus Lissabon, Aida Vita. Bitteschön. Tolle Bilder, oder? Und wenn Sie sowas mal erleben wollen oder zum Beispiel hier in der Ostsee, dann gehen Sie in Ihr Reisebüro oder auf www.aida.de und hier kommt sie, die Verlockung der Woche. Viel Spaß! Wir starten unsere Reise in Kiel und fahren als erstes nach Stockholm und Mariehamn. Es geht weiter nach St. Petersburg und nach Tallinn. Wir besuchen noch Riga, Klaipeda und Kopenhagen in Dänemark. Und reisen zurück zum Ausgangspunkt unserer Reise nach Kiel. Und zum Schluss wie immer die schönsten Bilder der Woche, natürlich mit Musik aus unserer neuen ABBA-Show. Viel Spaß! You